Super. Weißt du, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. An Motivation mangelt es Ursula Riklis Schülern nicht. Aber die Welt der Buchstaben ist für viele Neuland. Die meisten der Afghanen und Syrer im Deutschkurs der Caritas Solothurn sind Analphabeten. Da kommt Luft zur Nase raus. Hä? Nase, hä? Nase, genau. Rikli setzt darum auf eine eigene Methode. Sie lehrt die Buchstaben mit Hilfe von Lauttafeln. Diese zeigen Mundform, Zungenstellung und Luftstrom für alle Laute an. Ein Buchstaben ist ein abstraktes Zeichen. Und das zeigt einem nicht, wie der Laut ausgesprochen wird. Und wenn man das Bild anschaut, wenn man die Mundstellungen anschaut, dann kann man das nur nachmachen. Das Lesen lernen mit Lautbildern hat Rikli in den 70er Jahren eigentlich für Primarschulkinder erfunden. Aber es funktioniert mit einigen Anpassungen auch für fremdsprachige Erwachsene. Katja Schlatter ist Dozentin für Deutsch als Zweitsprache. Die Methode mit den Lauttafeln sei interessant, sagt sie. Denn Menschen mit fremder Muttersprache kämpften beim Deutschlernen mit ganz grundlegenden Herausforderungen. Eine Schwierigkeit sind sicher Laute, die man in der eigenen Herkunftssprache nicht hat. Im Laufe unseres Lebens spezialisieren wir uns auf unsere Laute, die wir selber brauchen, selber hören. Und wenn wir anfangen, eine neue Sprache zu lernen, müssen wir neue Laute wieder neu trainieren. Das heisst, wir müssen üben, die auditiv von ähnlich tönenden Laute zu unterscheiden, aber auch selber zu produzieren. In dieser Hinsicht stellen Lautbilder sicher eine Unterstützung dar. Genau. Jawohl. Jeden Freitag üben die Asylsuchenden eine Stunde lang mit Rikli. Dazwischen lösen sie Hausaufgaben und sprechen bald, wenn auch holprig, erste Sätze. Okay. Ich heiße Ahmad, komme aus Syrien. Und wie ist die Schweiz? Ich weiß drei Wochen. Drei Monate kommen sie zu Syrien. Maximal drei Monate lang kommen sie in Riklis Unterricht, denn danach werden sie in eine andere Unterkunft verlegt. Diese Zeit müsse reichen, sagt die Lehrerin. Das Ziel ist, dass sie nach drei Monaten können Wörter lesen können, mindestens mit Grossbuchstaben, dass sie die verstehen. Und selbstverständlich muss man dann weiter üben. Bis man, sagen wir, man kann Zeitung lesen, das geht schon nicht so schnell. Aber man hat wie einen Grundstock, den man darauf aufbauen kann. Wo sie ihr neues Zuhause finden werden, ist ungewiss. Aber wo auch immer es Riklis Schüler hinverschlägt, ein paar Brocken Deutsch werden sie mitnehmen.